Herr Nationalrat Lang, zu Ihrer Zeit als Kantonsrat haben Sie Beiträge zum Konkordat verfasst. Welche Art von Konkordatsmöglichkeiten als Alternative gibt es denn? Also ich habe damals nicht nur Beiträge verfasst, sondern ich habe ja dann auch den Vorstoß gemacht zur Demokratisierung von Konkordat, der dann zur Schaffung von der ständigen Konkordatskommission geführt hat im Kanton Zug, als erster Kanton in der Deutschschweiz. Der Ausgangspunkt war schon, wenn man Konkordat abschafft, gibt es nur zwei Alternativen, nämlich man überlässt das im Bund oder man schafft Kantone in der heutigen Form ab und schafft Grossregionen. Weil ich beide Lösungen mindestens teilweise für sehr fragwürdig finde, bleibt eigentlich nur noch etwas Drittes, nämlich die Konkordate, die es gibt, zu demokratisieren. Der Parlament, der Kantonalen, wie auch der kantonale Souverän, mehr Möglichkeiten zur Mitsprache geben. Und wie sieht so eure Mitspruch denn aus? Das Problem mit einem Konkordat ist ja, es kann ja nicht der Kantonsrat von Zug zusammenkommen mit dem Grossrat vom Aargau und dem Grossrat von Luzern. Das liegt ja nicht drin. Das ist klar, so kann man keine Lösung finden. Dass Konkordate von den Regierungen abgeschlossen werden, das liegt in der Sache der Natur. Aber man kann Konkordate demokratisieren, indem eine Vertretung vom Kantonsrat, vom Grossrat vom jeweiligen Kanton, eben so eine Kommission, dass die kann beim Entstehen von so einem Konkordat im Verhandlungsprozess, beispielsweise vom Kanton Zug mit anderen Kantonen, immer wieder reinreden und notfalls auch sagen, halt, wir müssen die Frage vor das Plenum, vor den Kantonsrat bringen, weil das läuft in eine gefährliche Richtung. Die Situation heute im Kanton Zug ist so, aufgrund von meinem Vorstoss, der von der Mehrheit des Kantonsrats getragen war, aufgrund von diesem Vorstoss hat man das Gefäß geschaffen von der Demokratisierung, nämlich die Konkordatskommission. Allerdings hat man in diesem Gefäß nicht genügend Kompetenzen gegeben, dass man viel weitergekommen ist in der Demokratisierung. Das Gefäß kann heute eigentlich fast erst am Schluss die ganze Sache noch beraten. Vielleicht nur am Anfang. Und der nächste Schritt im Ausbau von der Kompetenzen von dem Gefäß wäre, dass das Gefäß wirklich den Verhandlungsprozess kann noch mehr begleiten und mehr könnte auch die Möglichkeit haben, eben Stopp zu sagen. Das müssen wir genauer anschauen. Aber das ist natürlich, so läuft es in der Schweiz. In einem ersten Schritt schafft man Voraussetzungen für die Lösung des Problems. Und dann in einem zweiten, dritten, vierten Schritt tut man dann auch noch die ersten konkreten Lösungswege einschlagen. Und Zug steht wahrscheinlich bevor, dass man in der nächsten Zeit mal muss schauen muss, muss man dieser Konkordatskommission nicht mehr Kompetenzen geben, als sie heute hat. Aber kann man wirklich sagen, es ist notwendig, weil wir haben jetzt mal dreimal hintereinander Probleme gehabt mit dem Konkordat in der Zentralschweiz, da wo Zug an sich ja gesagt hat. Eben, die Umsetzung, die halbherzige Umsetzung müssen wir in dem Fall vollenden. Ja, weil ich meine, Konkordat ist ja ein Zwittergebilde. Es ist ja etwas, was unglücklich ist, aber wenn jemand nicht dafür ist, dass der Bund all die Kompetenzen übernimmt, die der einzelne Kanton überschreitet. Und Konkordat geht es ja nur darum, weil es Probleme gibt, die Kantone in den eigenen Grenzen alleine können lösen können. Ich möchte ein Problem, konkretes Zugproblem schildern. Sehr viele Lehrlinge aus anderen Kantonen machen, beispielsweise bei der Siemens, bei der V-Zug, ihre Lehre. Es ist für die Firmen ein Problem, wenn die Lehrlinge wenn die Schüler in anderen Kantonen zu ungleichen Zeiten ihre Abschlüsse haben. Es ist auch ein Problem, wenn die ungleichen Voraussetzungen mit in die Lehre im Kanton Zug bringen. Also gerade der Kanton Zug, der einen extrem hohen Austausch hat mit anderen Kantonen, zum Teil weil er klein ist, zum Teil weil er dynamisch ist, gerade der Kanton Zug ist darauf angewiesen, dass man mit anderen Kantonen Regelungen sucht. Und das Wort für Regelungen ist Konkordat. Jetzt, wenn man Konkordat nicht will, dann bleibt zum Beispiel für den Kanton Zug nur eine Bundeslösung.
Oder eben, man sagt, ja, Konkordat ist nicht eine glückliche Konstruktion, aber es gibt keine Alternative, dann muss man die halt demokratischer ausgestalten. Wie müsste eigentlich das noch funktionieren, wenn der Kanton Zug zum Bund geht und so etwas wird allgemein verbindlich klären? Ich meine, da gibt es ja Regeln, wie etwas allgemein verbindlich wird. Zum Beispiel jetzt bei Harmos, in dem Moment, wo 10 Kantone zugestimmt haben, dann tritt es in Kraft in diesen Kantonen. Und in dem Moment, wo 18 Kantone zugestimmt haben, dann ist es verbindlich für alle Kantone. Wobei, ich glaube, in Harmos langt es wahrscheinlich nicht für 18 Kantone. Das ist an sich schon geregelt. Da muss nicht ein einzelner Kanton grosse Druck ausüben. Das Grund, was aber der Kanton Zug hat, wenn er zum Beispiel den Kanton Zug findet, das liegt nicht denen, dass die Schülerinnen und Schüler, die in den Kanton Zug kommen, als Lehrling, derart unterschiedliche Voraussetzungen mit sich bringen, zu derart unterschiedlichen Zeiten ihre obligatorische Schule aufhören und so, dann gibt es natürlich einen einfachen Weg. Man gelangt an uns Nationalrat und sagt, ihr müsst einen Vorstoss machen für die Zentralisierung von dieser Geschichte. Die Frage ist erstens, welcher von den Zuger nationalen Ständeräten wäre bereit, so einen Vorstoss zu machen? Ich habe das Gefühl, der Einzige, der überhaupt über so eine Zentralisierung mit sich würde reden, bin ich. Vielleicht noch der Rolf Schweiger. Das Zweite ist, hat das eine Chance im Rat? Im Ständerat kaum. Der Ständerat ist eine Vertretung der Kantone. Also, dann sind wir wieder zurückgeworfen zu den Konkordat. Und wenn wir wieder zurückgeworfen sind zu den Konkordat, dann bleibt eigentlich nur eins, die Konkordat demokratischer ausgestalten. Sie haben vorher gesagt, Grossregionen bilden. So einfach ist ja das auch nicht. Oder wie wollen Sie das gestalten? Also meine Idee, einen Vorstoss zu machen für die Demokratisierung der Konkordat, hat diesen Hintergrund gehabt. Luzerner Grüne haben die Idee lanciert, 5 oder 7 Grossregionen zu schaffen und damit die bisherigen Kantone aufzuheben oder zu Bezirken abzustufen. Das hat in der Schweiz aus meiner Sicht keine Chance. Ich habe damals gesagt, es ist einfacher, eine Armee abzuschaffen, als 26 Kantone abzuschaffen. Und wie schwierig es ist, eine Armee abzuschaffen, das habe ich ja selber erlebt. Kommt noch dazu, dass die Schaffung von Grossregionen auch nicht Probleme lösen würde, nämlich gerade den Kanton Zug. Das würde wahrscheinlich eine Grossregion Zentralschweiz geben. Nur der Kanton Zug hat sehr einen regen Austausch. Menschlich, aber auch mit Waren, wirtschaftlich und so, mit dem Kanton Zürich. Oder mit dem Kanton Aargau. Die zwei Kantone würden sicher nicht zur gleichen Grossregion kommen wie der Kanton Zug. Ausser man würde Zug aus der Zentralschweiz auslösen, wo es ja abgesehen von Tendenzen gibt. Nur dann gibt es dann langsam keinen Platz mehr für eine Grossregion Zentralschweiz. Also ich halte den Weg von der Auflösung der bisherigen Kantone und die Schaffung von Grossregionen halte ich nicht für gangbar.